Jetzt geht es mir um die Bilder, wie sie platziert werden. Nicht technisch, sondern was es wirklich heißt. Ich habe ja hier ein neues Dokument gemacht und habe hier gesagt, Verknüpfungen bevorzugen. Wie gesagt, wenn Sie Einbetten bevorzugen anwählen, werden alle Bilder eingebettet in Ihr Dokument. Das heißt, das Dokument wird dementsprechend größer. Vielfach braucht man das Verknüpfungen bevorzugen, dass nur eine Verknüpfung eingebettet wird. Und das möchte ich Ihnen jetzt in diesem Dokument wirklich zeigen. Ich ziehe mal eine Bildbox auf und sage hier Datei platzieren. Das ist Shift, Befehl und M. Dann kann ich irgendein Bild anwählen, mit OK bestätigen und ich habe hier diesen U in meiner Bildbox. Gut, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Datei platzieren. Dann nehme ich den Kopf mit gedrückter Command-Taste, den Adler und vielleicht auch den Hintergrund. Ich sage Öffnen und jetzt geht auf der linken Seite so ein Bildplatzieren-Fenster auf. Ich kann jetzt eines auswählen und kann mir sagen, den möchte ich hierhin. Dann vielleicht den Himmel, den möchte ich hier. Und ich könnte noch sagen, den Kopf, den möchte ich jetzt noch hier hinstellen. Ich kann diese jederzeit verschieben. Mit Vergrößern und Verkleinern zeige ich dann das später noch. Und jetzt ist es ganz wichtig, unter Dokumente oder unter Dokument Ressourcen verwalten, sehen Sie dieses Fenster. Und jetzt sehen Sie die Bilder. Wenn ich auf ein Bild klicke, wechselt es zum entsprechenden. Sie sehen, dass die im Zugriff sind, auf welcher Seite, wir haben jetzt noch eine, sie sind alle verknüpft, Sie sehen die Größe und Sie sehen, mit was für einer Auflösung, mit wie viel DPI das Bild platziert wäre. Ich könnte bei jedem Bild auch jetzt noch irgendein Bild einbetten, dann steht hier eingebettet. Im Dokument sehen Sie keinen Unterschied, nur das Dokument wird jetzt, wie gesagt, größer. Ich könnte auf den Adler, könnte hier sagen ersetzen. Nehmen wir mal den Steinbock, öffnen und sofort wird das ausgewechselt. Also jetzt haben wir hier nicht mehr den Adler, sondern den Steinbock. Das ist dieses Einbetten. Und wie gesagt, unter Dokument, Ressourcen verwalten, sehen Sie all diese Ressourcen.